Pyrotechniker René Osterhage hat bis zum Abschlussfeuerwerk noch viel zu tun. Es ist Nachmittag und die Museumsnacht fängt gerade an. Kerstin Keller-Duisberg ist die Organisatorin der Museumsnacht. Ein ganzes Jahr hat sie mit ihrem Team an diesem Event gearbeitet. Wer von beiden wohl aufgeregter ist? Ich glaube, ich bin schon ein Müh mehr aufgeregt. Warum? Naja, weil im Vorwerk ja auch so viel halt mal schief gehen kann, dass irgendwas nicht zündet oder im falschen Moment schon vorher losgeht, weil irgendwelche Funken drauf liegen. Es war schon mal so, dass er gesagt hat hinterher, hast du das gesehen? Der und der Effekt, der hat überhaupt nicht passend funktioniert. Hat kein Mensch gesehen, es war perfekt für mich. Also. Kluge Köpfe ist das Motto dieser Nacht. Einige davon sind extra für Fotos gekommen. Kerstin Keller-Duisberg tingelt heute von Ort zu Ort, um zu gucken, ob alles gut läuft. Sie hätte gern selbst von allen Köpfen etwas. Manchmal brauche ich den Findus. Einstein ist auch nicht schlecht zum Denken, Sherlock sowieso. Und Pippi erinnert, ach ja, das erinnert sehr an meine Kinder. Und jetzt gerade Star Wars? Star Wars, absolut. Für heute? Ja, für heute. Warum? Action pur. Wir gehen erstmal ins Museum, ins Apothekenmuseum. Es ist das größte in Deutschland und hat am Rathaus gerade neu eröffnet. Dann haben wir die Heilwasser. Wegen des großen Interesses werden die Besucher heute im Schnelldurchlauf durchgeschleust. 10.000 Ausstellungsstücke aus mehreren hundert Jahren Medizingeschichte. Ortswechsel Dasa. Technik und Arbeitswelt sind hier ausgestellt. Kabarettist Jürgen Becker doziert hier gleich zur Kulturgeschichte der Fortpflanzung. Bei mir geht es mehr um biologische Themen, was aber auch wissenschaftlich ist. Insofern passt es auch in die Arbeitswelt, weil beim Sex viele Unfälle passieren, nicht? Wie man ja weiß. Also insofern geht es auch um Arbeitsschutz in dem Bereich. Und im weitesten Sinne auch um Verkehr. Seine Gags zünden sofort durch beim Publikum. Nach neuesten Forschungen denken Männer 60% des Tages an Sex. 60%, das wundert viele, ne? Gerade hier in Dortmund. Das heißt nur 40% an Fußball. Wir ziehen weiter ins Museum für Kunst und Kulturgeschichte. Kerstin Keller-Duisberg würde am liebsten selbst mitmachen, wenn Zauberer Marc Weide seinen Workshop für Kinder gibt. Ihnen verrät er ein paar Tricks, ganz langsam, zum Nachmachen. Jetzt könnt ihr das Spiel immer noch normal auffächern, normal vorzeigen. Ihr dürft halt nur nicht so weit fächern, dass die Zuschauer die untersten beiden Karten sehen. Der Trick an sich ist natürlich in ein, zwei Tagen gelernt, aber die Präsentation und die Entspanntheit, das vorzutragen, da gehen einfach Tage ins Land. Und deswegen, Zauberkunst hat anfangs viel mit Geduld zu tun. Inzwischen ist Abend, Zeit für unsere Veranstaltung. Im Kino Schauburg zeigen wir von der Lokalzeit alte Fernsehschätzchen. Aber nicht nur, es wird auch getanzt. Norbert, sehen wir dich gleich auch auf der Bühne tanzen? Ich glaube eher nicht, eher schwimmen. Inwiefern? Naja, es geht um Lindy Hop, ein Tanz der 30er. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da bin ich auf meine Fachkräfte auf der Bühne angewiesen. Aber macht schon Lust, oder? Macht Spaß, richtig Spaß. Das Finale der Museumsnacht. Über dem Friedensplatz leuchtet der Himmel. René Osterhage, der Pyrotechniker, hat sich an den Rand zurückgezogen, kritisch konzentriert auf das eigene Feuerwerk. Bester Feuerwerker, du. Das ist toll gemacht. Du kannst Danke. Echt zufrieden. Und es ist nichts passiert, es hat alles geklappt. Bisschen super. Viel Nebel, aber. Ja, gut, da haben wir aber keinen Einfluss drauf. Genau. Aber ja. Sonst war doch alles toll. Ja.